In einem vorangegangenen Video zu Physical Computing habe ich euch gezeigt, wie man Peripheriegeräte über GPIOs ansteuern kann. Ich habe nun einige Codezeilen geschrieben, mit deren Hilfe ihr die GPIOs eines Raspberry Pi über einen Browser von jedem Ort auf diesem Planeten mit Internetzugang steuern könnt. Wie Raspbian auf einer SD-Karte installiert werden kann, ist auf der Homepage der Foundation ausführlich beschrieben. Der grafische Modus wird für die Installation meiner Software nicht benötigt, die Prozedur erfolgt vollständig von der Kommandozeile. Benötigt wird dazu eine Internetverbindung, euer Raspberry Pi sollte daher über ein LAN-Kabel mit einem Router verbunden sein. Lediglich drei Befehle machen aus eurem Raspberry Pi ein Internet der Dinge-Gerät. Der erste Befehl lädt das Installationsskript aus dem Internet. Der zweite macht dieses Skript zu einer ausführbaren Datei. Und der letzte Befehl startet das Skript, das den Rest der Installationsarbeit erledigt. Ein paar Fragen müssen beantwortet werden, hauptsächlich um den Installationspfad und das Passwort zu setzen. Dieses Passwort wird benötigt, um auf den Raspberry Pi über den Browser zugreifen zu können. Da das Passwort gleichzeitig zur Identifikation eures Raspberry Pis dient, sollte dieses nicht so einfach ausfallen wie in diesem Video. Auf der Projektseite gibt es eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, was das Skript im Hintergrund alles erledigt. Der Quellcode der verwendeten Programme ist dort ebenfalls erhältlich. Ein kleines C-Programm ermöglicht euch die GPIOs in Pulsweitenmodulation zu betreiben, während ein zweites C-Programm den Status eines Pins auslesen kann, wenn an diesem ein Sensor oder Schalter angeschlossen ist. Beide Programme werden von einem Perl-Skript aufgerufen, das euren Raspberry Pi mit zwei weiteren Skripts auf meinem Internetserver verbindet. Zum Abschluss der Installation könnt ihr entscheiden, ob ihr das Skript auf dem Raspberry Pi beim Systemstart automatisch starten wollt. Nach dem Herunterfahren können Tastatur, Maus und Bildschirm getrennt werden, womit ihr einen sehr kompakten Computer für das Internet der Dinge erhaltet. Die Hardware an den GPIOs ist in diesem Video recht einfach gehalten. Es gibt 4 LEDs, 2 Servos, einen durch eine H-Brücke angesteuerten Motor, und schließlich zwei Schalter als einfachste Form von Sensoren. Nach dem Neustart können die GPIOs über einen Browser geschaltet werden, dieser kleine Plastiklaptop, ein Smartphone oder ein zweiter Raspberry Pi können das erledigen. Zu Demonstrationszwecken verwende ich zunächst einen größeren Laptop. Um eine Verbindung aufzubauen, müsst ihr die Adresse des Skripts auf meinem Internetserver ansteuern und das Passwort eingeben, das ihr während des Installationsvorgangs vergeben habt. Sobald die Verbindung aufgebaut wurde, könnt ihr die Variablen durch Klicken der Schaltflächen ändern. Schalten wir als erstes die farbigen LEDs ein. Wie zu sehen, besteht eine Pause von einigen Sekunden zwischen Anklicken der Schaltflächen und der Reaktion an den GPIOs. In einer SSH-Verbindung könnt ihr sehen, dass das Skript auf dem Raspberry Pi den aktuellen Status der GPIOs in 10 Sekunden Intervallen an den Internetserver sendet. Im Gegenzug empfängt der Raspberry Pi den nächsten auszuführenden Befehlssatz, wenn ihr zwischenzeitlich eine Schaltfläche angeklickt habt. Einige Zeit vergeht damit, die Verbindung zum Server aufzubauen und den Befehlssatz zu empfangen, daher ist das Gesamtintervall deutlich länger als 10 Sekunden. Die zweite Zeile im Statusfenster wird grün, sobald der letzte Befehlssatz vom Raspberry Pi empfangen und ausgeführt worden ist. Wie mit der weißen LED gezeigt, kann die Lichtintensität von 0 bis 200, also von aus bis voll an variiert werden. Der an die H-Brücke angeschlossene Motor kann auf die gleiche Art angesteuert werden. Der Tastgrad des Pulsweitensignals kann von 0 bis 100%, was einem Wert von 200 entspricht, variiert werden.
Die Rotationsrichtung wird durch einen zweiten GPIO bestimmt. Dieser Pin kann entweder auf Permanent Low oder High Signal gesetzt werden. Dadurch rotiert der Motor entweder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Servos werden ebenfalls durch Pulsweitensignale angesteuert, wie ich in dem Video zu diesen Bauteilen gezeigt habe. Die durch die Software generierten Pulse sind nicht allzu stabil, weshalb die Servohebel sichtbar zittern. Mithilfe der Servos können Geräte, die mit Hochspannung arbeiten, mechanisch geschaltet werden. Es muss also nicht das Gehäuse geöffnet werden, um den Raspberry Pi mit den Hochspannung führenden Leitungen zu verbinden. Die geringe Präzision der Servopulse ist dabei nicht von Bedeutung. Zwei Schalter werden als einfachste Form eines Sensors verwendet. Der Status dieser Schalter wird im Browserfenster angezeigt, für diese Demonstration habe ich diese Anzeige vergrößert. Der Schaltzustand wird alle 15 Sekunden oder nach Anklicken einer Schaltfläche aktualisiert. Auch hier besteht eine Pause von bis zu 30 Sekunden, bis eine Änderung des Schaltzustandes angezeigt wird. Während der Dreharbeiten zum Video ist eine Schaltfläche hinzugekommen. Ist an eurem Raspberry Pi eine Kamera angeschlossen, so könnt ihr damit ein Foto schießen, das zu eurem Browser übertragen wird. Auch hier gilt eine Zeitverzögerung von bis zu 30 Sekunden, aber ihr könnt nachsehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Da Maus und Tastatur entfernt wurden, kann der Raspberry Pi über eine Schaltfläche im Browser heruntergefahren werden, bevor ihr die Versorgungsspannung abschaltet. Zwei C-Programme und drei Perl-Scripts arbeiten im Hintergrund. Versucht den Quellcode zu verstehen und erstellt euer eigenes Internet der Dinge mit euren Raspberry Pis. Textbasierte Programmiersprachen zu erlernen ist nötig, um ein Computerexperte zu werden, anstatt nur auf bunten Schaltflächen herumzuklicken. Jetzt wisst ihr, wie man den Wasserkocher 5 Minuten vor Ankunft anschalten kann, wie man zu Hause die Blumen auf einem Urlaubstrip gießen kann, wie man sieht, ob ein Fenster oder eine Tür offen steht, obwohl man tausende von Kilometern entfernt ist, wie man Curiosity Pi von jedem Ort auf diesem Planeten mit Internetanbindung steuern kann und dabei Live-Bilder zu eurem Browser übertragen werden, oder wie man das Licht ausschaltet. Danke fürs Angucken und bis bald!